Herzlich willkommen zurück zu Folge Nummer 6 Elex hier auf PibbleTube. Wir wollen uns diesen Mana-Schrein angucken. Wir müssen ein bisschen aufpassen, wir dürfen hier natürlich wieder nichts mitnehmen. Und wir sollten da auch nicht reinpurzeln, weil er gesagt hat, dass das gefährlich ist. So richtig. Ich habe das Gefühl, wir kommen irgendwie nicht so richtig voran. Weil ich hier erstmal alle Leute anquatsche. Und ich hoffe, es ist nicht zu ermüdend für euch. Kommen wir hier vielleicht hoch. Na gut, dann rennen wir hier eben hoch. Ich muss mal noch meine Zeit starten. Okay. Ah, okay. Hier gibt es Elixit. Aber es ist auch sehr schön, dass sie halt eigentlich das gleiche machen wie die Alps. Es halt ein bisschen anders nennen, aber im Grunde nach. Sich quasi dann auch mit dem Mana voll dröhnen und damit dann rumzaubern. Das hat sie bisher auch noch nicht wirklich gestört, dass ich hier mit Jetpack rumeiere. Was ist das denn? Die da oben werden das schon regeln. Wir müssen einfach etwas dagegen machen. Er hat nicht einen Splitter ehrlich verdient. Er liegt den ganzen Tag im Dreck. Ich nehme das gar nicht ernst. Aha. Erstmal was trinken. Ich höre Stimmen. Bleib lieber still. Es wirkte so, als wäre hier wer, aber die scheint irgendwie oberhalb zu stehen. So, da unten ist die Wache, zu der wir wollen. Technik! Für Argo. Unbefugte ist der Zutritt zum Schlund verboten. Kennst du einen Wachkollegen namens Alva? Wenn du glaubst, du kannst dich an mir vorbeiquatschen, dann hast du dich getäuscht. Eldur sucht nach ihm. Ach, daher weht der Wind. Nein, keine Ahnung, wo er ist. Das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, ist schon einige Tage her. Wir haben ordentlich einen gesoffen. Ich kann mich an nicht mehr viel erinnern. Der hatte echt merkwürdig harten Stoff dabei. Am nächsten Tag bin ich unterhalb der Balkone von Ragnars Festung aufgewacht. Keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Ich weiß nur, dass ich ziemliche Scheiße gebaut haben muss. Meine Frau war tierisch sauer auf mich am nächsten Tag. Vielleicht sollte ich den Ort mal aufsuchen. Mach das. Okay. Weiter geht's. Also hier geht's also zu diesem berühmten Schlund. Für Unbefugte ist der Zutritt zum Schlund verboten. Okay. Kann man da jetzt wieder hoch? Huh. Geh mal diesen Weg hier lang. Achso, hier ist ein Turm oder so. Also, sie haben gesoffen, er hat alles vergessen. Ja, die Berserker haben schon irgendwas von Wikinger, so ein bisschen, quasi nordisches Volk. Und okay. Pfeile sind immer gut. Ja, zumindest sparen wir uns so das Runterklettern. Ja, was zu sammeln. So, jetzt würde ich sagen, fliegen wir hier mal hoch. So, und weiter geht's. In Richtung gelben Pfeil. Dass wir Alva finden. Eine Kriegerin? Hat die geraucht? Ja. Okay, würde mich nicht wundern bei den
Menge an Zigaretten, die hier rumfliegen oder im Umlauf sind oder ich schon eingesammelt habe, könnte man tatsächlich denken, dass das irgendwie eine Zweitwährung ist. So. Aber es wirkt halt schon ein bisschen duster manchmal, das Spiel. Dabei habe ich es halt schon sehr extrem hell gestellt. Habt ihr ja gesehen, also wenn ihr die ersten Folgen geguckt habt. Genug. Ich will nichts mehr davon. Jetzt haben wir hier noch einen pinken Pfeil. Was sagt er denn jetzt? Seht ihr da oben auf der Karte den pinken Pfeil? Was sagt dieser Pfeil aus? So, hier mal hoch. Unter dem Balkon. Ist das vielleicht hier, wo ich durch Zufall schon mal hingekommen bin? Tatsächlich. Also irgendwo waren hier gerade Bienen. Okay. Alba ist tot. Warum ist er denn tot? Also hier ist noch ein Feuer. Können wir vielleicht noch Fleisch braten? Da fehlt noch was. Nee, können wir nicht. So, haben wir jetzt die Quest gelöst. Ja, ich habe einen Hinweis auf Alva gefunden, aber er ist halt tot. Der hätte jetzt hier noch irgendwas losgehen müssen. Ist ja auch weg. Ich habe natürlich von der letzten Pause, letzten Folge wieder nicht gespeichert. Nicht, dass die Quest jetzt kaputt ist. Weil sie wird halt auch nicht mehr angezeigt. Wir können ja mal zu dem Setzer runtergehen. Und ihnen das mal erzählen. Vielleicht bringt uns das ja hier irgendwie weiter. So, wir sind hier hochgekommen. Wäre natürlich jetzt auch schon ärgerlich. Wenn jetzt hier schon wieder was kaputt wäre. So, wo stand denn dieser nette Herr? Oder ist das hier gar nicht? Doch, hier ist doch der Eingang. Hier bin ich doch reingekommen, ne? Ich glaube, hier war das. Hier? Hier. Das ist der Typ hier natürlich nicht. Ach Gott. Bist du das vielleicht? Nee. Wir haben eine neue Hose gefunden.
Okay. Aber habe ich die jetzt? Okay, noch ein bisschen mehr Rüstung. Hier ist nur ein Sitzer. Ich höre doch etwas. Ja. Tja, was machen wir denn mit der Quest? Wir können ja nochmal zu dem Typen vom Schlund gehen. Einen Moment. Was denn? Ach, nur eine Kleinigkeit. Wenn mich nicht alles täuscht, bist du jetzt einer von Ragnars Laufburschen. Ja, noch einmal nichts gemacht. Wenn du dich sicher gut mit den Nebelkrähen stellen willst, wirst du mir etwas aus der Taverne bringen. Kann ja nicht sein, dass ich der einzige Kerl hier bin, der hart arbeitet. Naja, hart arbeiten. Hier rumstehen ist harte Arbeit, ja? Nur weil wir gut gesichert sind, heißt das nicht, dass wir nicht wachsam sein müssen. Und ich lasse unseren Schutzwall nicht unbewacht. Merk dir einfach, dass ich hier die Wache bin und du ein Niemand. Also machst du besser das, ja, was ich dir auftrage. Was willst du denn haben? Was soll ich dir bringen? Na was wohl? Ein Bier natürlich, auch wenn es die letzte Plörre ist. Wer uns Wachen hilft, handelt richtig. Aber vom Quatschen bekomme ich Durst. Abmarsch! Also ich vermute, die Quest ist tatsächlich kaputt. Also wenn der jetzt hier nichts anderes sagt. Ha. Für Unbefugte ist der, ja, Zutritt zum Schlund verboten. Ha. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Also der Questmarker ist weg und... Ha. Seht ihr, das ist ja keine Questmarkierung mehr. Ach Gott, was ist das denn hier eigentlich? Wir können ja mal zu Eldor gucken. Oder war Eldor nicht der, der uns das aufgetragen hat? Eldor, ja. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu dem Orangenmarker. Und dann holen wir dem Typen Bier. Habe ich vielleicht sogar Bier im Inventar? Ne, ich habe nur Schnaps, Brause und Wein. Und Wasser. Aber er will sich ja nicht waschen, sondern was trinken. Also holen wir ihm gleich noch ein Bier aus der Taverne. Aber wir gehen jetzt erstmal zu dem Questmarker. Ich hab halt immer, also das war ja schon bei Gothic 2 so, also es ist halt nun mal... Tja. Ich höre doch etwas. Egal was du vorhast, ich sehe es. Ich habe Alva gefunden. Ich hoffe, du hast ihm ordentlich den Kopf gewaschen. Nicht direkt. Er ist tot. Wie bitte was? Du solltest ihn herbringen, nicht umbringen. Das musste ich nicht, das hat er schon selbst erledigt. Er scheint Stim-abhängig gewesen zu sein. Na großartig. Haben wir jetzt schon einen Stim-Handel hier in Goliath? Wer weiß, wo Alva das Zeug her hatte? Ist doch egal. Ich werde jetzt erstmal mit Cormac reden müssen. Ich danke dir vielmals, dass du dich darum gekümmert hast. Auch wenn du nicht direkt eine Belohnung wolltest, habe ich trotzdem eine Kleinigkeit für dich. Aber der wirkliche Lohn ist schließlich die Erfahrung, die du durch die Sache hier gesammelt hast, oder? Vielen Dank nochmal. Um meine neue Wache kann ich mich jetzt selbst kümmern. Hätten wir das erledigt? Sehr gut, Quest erledigt. Aber ich habe dafür den Questmarker noch nicht ganz verstanden. Ist orange dann der, wenn es abgeschlossen ist? Ich kann ja mal den hier markieren.
das hier die... Also was auch immer der pinke Questmarker oben ist. Achso, nee, das ist der Haupttyp, weil der steht ja hier. Achso, das ist dann wahrscheinlich der Questgeber. Und gelb ist das, wo man als nächstes erstmal hin muss. Einfach abgehauen ist der Hurensohn. Huch. Das ist schon ein starkes Stück. Hey, wer zu viel schwitzt, fängt an zu stinken. Für Sie tut es mir leid. Wir müssen einfach etwas dagegen machen. Das ist sein Problem, nicht meins. Nehmen wir mal Oran. So, gib mir was zu trinken. Was willst du haben? Was kostet denn ein Bier? 10. 1. Okay. So sicher ist das nicht. So, haben wir ein Bier gekauft, aber eigentlich müsste mir das doch jetzt angezeigt werden. Okay, du hast das Bier gekauft. Dein Kumpel Alva ist tot. Ich meine, was? Hörst du schlecht? Alva lebt nicht mehr. Ja, doch, das habe ich verstanden. Scheiße. War klar, dass das mit dem alten Alki nicht gut enden kann. Danke, dass du mir Bescheid gegeben hast. Wo ist seine Leiche? Unterhalb des großen roten Hauses. Alles klar. Ich werde mich um seine Leiche kümmern, wenn ich Zeit habe. Hier, dein Bier. Ah, endlich. Ich komme um vor Durst. Hilf jetzt wieder den anderen. Moment, was ist mit meiner Belohnung? Das war ein Freundschaftsdienst. Und die bezahlt man nicht. Du hast doch selbst gesagt, ich soll mich nicht unter Wert verkaufen. Dann sieh diese Lektion als Bezahlung an. Von mir bekommst du keinen Splitter. Eine Schlägerei will ich jetzt eigentlich nicht provozieren. Na gut. Lassen das mal. Wir sind ja nett. Du bist ja doch vernünftig. Und weil du mir nicht dumm gekommen bist, werde ich beim Warlord der Nebelkrähen ein gutes Wort für dich einlegen. Das kann ich natürlich nicht umsonst machen. Mein Wort ist kostbar. Alter. Aber für deinen Freundschaftsdienst mache ich dir einen Freundschaftspreis. Ich sage Ragnar, dass du uns eine Hilfe bist und du überlässt mir eine Handvoll Splitter. Also ich will jetzt eigentlich wieder bezahlen, weil ich ja noch gar nicht weiß, ob ich das überhaupt machen will. Nein, alles was du von mir bekommst, ist eine Handvoll Scheiße. Und ich dachte, wir wären uns einig. Aber meine Faust erklärt dir jetzt, wie man hier ein Geschäft abschließt. Okay, was ist das denn für ein Pisser? Na, was ist jetzt? Trainier dir erst einmal ein paar Muskeln an, bevor du dich mit mir messen willst. Was ein Arsch. So, dann suchen wir uns mal noch eine Quest raus. Wir nehmen mal die Quest. Technik. Achso, nee, das funktioniert noch nicht, weil das kann ich noch nicht. Wir nehmen den Outlaw. Können wir mal hier gucken, wo wir so buchen mit Geschichten.
Mhm. Okay, man kriegt sogar Erfahrungspunkte fürs Leben. Lesen. So, wir sind eine Stufe aufgestiegen. Können wieder hier unten mal ein bisschen. So, so würde ich das am liebsten machen. Wir haben jetzt auch schon 3 Lernpunkte, aber uns fehlt halt. Ha. Frag mich, wo wir den finden. So, wir gehen jetzt erstmal dem. Wo ist denn. Ja, ach Gott. Ah, da draußen. Ja, wäre fast schlauer, hier unten lang zu gehen. Mal gucken, ob wir das schon können. Ich glaube, der Weg war doch das hier, ne? Ja, wenn wir da jetzt ein bisschen im Querfeld einlaufen. Eigentlich bin ich total schwachsinnig über diesen Dings gesprungen. So, weiter geht's. Ich frage jetzt ja wirklich, ob wir diesen Outlaw schon schaffen. Oder ob wir das lieber sein lassen sollten. Ist wirklich hacky, aber das. Hm. Was rumgetigert. Wir haben einen schwachen Gritter getötet. Jetzt wären wir schon an der Stelle. Können wir nicht. Okay, sie lädt das nach und nach auf. Und ist noch so ein Vögelchen. Oh Gott. Okay. Kleiner Beißer tot. Rostfleischer halt Mutantenkraut, war hier nicht noch was. So, und hier soll sich der Outlaw rumtreiben. Da steht doch einer. Scheiße. Habt ihr Penner mich also endlich gefunden, ne? Sieht so aus.
Steck dir dein Sieb so aus sonst wohin. Ich kann dich hier nicht gebrauchen. Hau ab! Du bist nicht in der Position, mich zu beleidigen. Hosi, was? Komm mal runter von deinem hohen Ross. Er weiß nicht, was Position heißt. Was willst du? Wie ist das Leben als Outlaw? Na, wir fragen ihn erstmal aus. Und dann schauen wir mal, was passiert. Niemand ist frei. Doch. Ich nehme mir zum Beispiel die Freiheit, dir zu sagen, wie dumm deine Frage ist. Wir scheißen auf alle Regeln und Typen, die uns dumm kommen. Und wir geben einen Dreck auf das, was andere über uns denken. Wenn du also guten Stoff haben willst und dir den Stock aus dem Arsch ziehst, könntest du es bei uns zu etwas bringen. Aber dann musst du durch die Wüste. Und ob du das Zeug dazu hast, naja. Was machst du hier? Ich warte auf deine Mama. Was denkst du wohl? Ich warte hier auf meinen Handelspartner. In die Stadt lassen sie mich nicht mehr. Ach. Sie lassen dich nicht mehr in die Stadt? Ja, verdammt. Hab versucht, etwas von ihrem ach so wertvollen Schrott mitgehen zu lassen. Die haben sich halb eingenässt. Wollten mich verbannen. Verbannen? Für wen halten die sich? Ich gehöre nicht mal zu denen. Bin einfach hier raus abgehauen. Die können mich mal. Wartest du auf Ornir? Ja, woher weißt du das? Er schickt mich. Na toll. Jetzt kommt er nicht mal mehr selber, oder was? Ich soll dich töten. Was? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Dieser kleine Pisser. Hör zu. Ich will, dass du zu Ornir gehst und ihn dazu bringst, wieder mit mir zu handeln. Wie du das anstellst, ist mir egal. Wollen wir das? Womit handelt ihr? Für gewöhnlich kam Ornir hier raus und brachte mir ein paar Gerätschaften mit, die er beim Schlund klauen konnte. Ich gab ihm dafür einen Beutel Splitter und alle waren glücklich. Wir machen das. Ich mache mit dir keine Geschäfte. Muss ich dir erst Verstand einprügeln? Du tust besser, was ich dir auftrage, oder du hörst das Gras wachsen. Vergiss es. So? Dann sorge ich dafür, dass du das hier nicht vergessen wirst. Komm her! Jetzt bist du dran! Okay. Das ging jetzt schnell. Aber wir haben halt auch echt nichts, ne? Geil, dass ich da respawne. Das ist jetzt sicher ernst, aber was ist das für ein Punkt? Ich habe aus Versehen eine Fackel angemacht. Okay, wir probieren das nochmal. Ich habe eine Idee, wie wir das vielleicht lösen können. Bisschen cheesy, aber ist erstmal egal. Oh. Das ist echt ein scheiß Speicherpunkt. Ja, dann müssen wir den Speicherpunkt hier nehmen. Also das ist wirklich doof. Also wieso ich da einen Speicherpunkt habe. So, jetzt sind wir hier, quatschen den Typen jetzt nicht voll und ändern die Quest. Geil. So, Quest, da. Das.
Okay, dann such mal lieber Kral. Der steht da hinten oder so. Ein Tagebuch. Okay, wir teleportieren uns da auch einmal hin. Und dann würde ich sagen, schauen wir in der nächsten Folge. Also das nervt mich gerade ein bisschen, dass wir da jetzt so schnell auf den Sack gekriegt haben. Ach ja, ach ja. Ha. Schon ein bisschen ärgerlich. So, wir gucken uns mal noch ganz schnell das Tagebuch hier an. Das Tagebuch. Tagebuch. Nehmen wir das mal. Als Tagebuch. Mal sehen. Hier steht etwas Interessantes. Es geht ihm immer schlechter. Die Krankheit, wenn es dann eine ist, frisst ihn langsam auf. Ich habe heute eine alte Krypta entdeckt. Sie wäre ein gutes Versteck für ihn. Morgen werde ich ihn dorthin bringen. Ich hoffe, uns sieht keiner. Hier endet der Tagebucheintrag. Er hat also eine Krypta entdeckt. So. Und wie die Krypta aussieht, wie wir da hinkommen, was wir machen, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dann. Ciao.